Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Du willst dein U-Boot anfordern, versetzen oder gegebenenfalls irgendwie ja, bewegen, wissen, was du damit machen kannst. Ich habe ja schon in einem anderen Video kurz gezeigt, was das U-Boot alles so für Sachen hat. Und ja, wenn du es gekauft hast für diese, je nachdem, was du genau ausgewählt hast, gehst du hier auf Interaktionsmenü, Sonderdings und da ist dann halt dieses Dings drin. Also da kannst du jetzt anfordern. Fahrzeug anfordern, also in der Form die Fahrzeuge, zum Beispiel den Helikopter, der im U-Boot steht. Ja, oder das Fahrzeug Dinghy anfordern, bringt ja das Dinghy an Ort in deine Nähe. Freistellungsoption, halt je nachdem, wo du halt haben möchtest, steht ja alles da, ne? Moonpool-Fahrzeug ins Dings bringen, also wenn das jetzt irgendwo außerhalb stehen sollte. Dinghy, das sind halt die Fahrzeuge, die in dem Boot sind, sage ich es ganz einfach so. Nutzungsoption, ne, also wer darf dieses U-Boot nutzen oder halt die Fahrzeuge, die in dem U-Boot sind. Dann Räumungsoption, du kannst die Leute, die natürlich demzufolge im Boot sind, auch räumen, wie zum Beispiel in deinem Fahrzeug. Dann hast du natürlich Outfit, kannst du hier auswählen. Und da die, wenn die jetzt in dem Fall noch da ist, kannst du demzufolge, ich zeig's dir, ja, halt so ein Boot einfach hin, kannst das ganz normal bewegen. Ja, ich zeig dir das auf jeden Fall jetzt ganz schnell und wenn du noch weitere Fragen hast, dann lass es mir gerne in den Kommentaren. Wenn du mehr solche Videos sehen möchtest oder dich für solche Sachen interessierst, was GTA oder sonstige Sachen betrifft, dann schreib es mir auch gerne mal in die Kommentare und dann darunter hinterlass ein Abo und ein Like für diese Informationen. Oder wenn es dir geholfen hat, wäre mir natürlich auch sehr. Wäre ich natürlich auch sehr erfreut, wenn du in der Form mir schreiben könntest, hey, du pass auf, das hat mir geholfen, das hat mir geholfen oder das hat mir nicht geholfen oder wie auch immer. Das würde ich natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, würde mich halt, ich sage jetzt nicht schon wieder freuen, aber das wäre halt cool, dieses halt in der Form einfach zu wissen. Wo ist denn jetzt mein scheiß Boot? Du hast bereits eine aktive. Wo steht die? Was machten die da oben? Da habe ich die doch gar nicht hingestellt. Also das ist natürlich wieder so ein anderes Ding. Da werde ich jetzt auch mal diesbezüglich mal ganz schnell hier mal kurz den Fahrzeugzugang in der Form, ne? Weil ich jetzt gesehen habe, ne, wenn ihr jetzt in der Mission seid, ich hatte die hier unten am Dings stehen gehabt. Nutzungsoption mache ich auf niemand erstmal, damit halt niemand mein Fahrzeug irgendwo anders hinstellen kann. Weil, ja. Weil sonst wäre mir das jetzt nämlich nicht passiert, sonst könnte ich euch das Video andersweit machen, ne? Also es kann dann in der Form jeder aus euren Freunden und dies und jenes halt das U-Boot benutzen oder halt je nachdem die Fahrzeuge, je nachdem wie ihr das eingestellt habt. Ne? In dem Fall, da ich ja jetzt in der Form das nicht eingestellt hatte, oder nur auf Crew und Freunde hatte, hat jetzt natürlich irgendjemand von den Leuten, die bei mir auf der FA sind, dieses U-Boot quasi versetzt. Wir können es abtauchen lassen, wenn ihr demzufolge auch eine Ausstattungsvariante ausgewählt habt mit diesem Radar, könnt ihr dieses Radar abtauchen lassen, das U-Boot abtauchen lassen und dann halt andere U-Boote in der Form zerstören. Ne? Zerstören. Oder halt, wenn ihr jetzt das U-Boot abgetaucht habt, könnt ihr einen Autopilot starten. Dieser Autopilot lässt zum Beispiel das U-Boot dann in der Form dann unter Wasser tauchen, so verschwindet dieses vom Radar. Und ihr könnt zum Beispiel auf eure anderen Fahrzeuge hinausweichen, zum Beispiel auf das Auto, was ein U-Boot darstellen soll. Ich sage jetzt gerne mal dazu, der Stromberger 2, also weil es einfach wie der Stromberger ist, nur als Viertürer mit einer anderen Form. Oder halt auf das kleinere U-Boot auch viersitzig, ne? Viertürig, ich sage, oder vier Sitzplätze sind da zur Verfügung. Könnt ihr auch während das U-Boot unter Wasser ist, in der Form abtauchen und halt auch wieder in das U-Boot unter Wasser rein. Also ihr müsst nicht jedes Mal das U-Boot auftauchen lassen oder so, das müsst ihr nicht. Wenn das U-Boot abgetaucht ist, habt ihr ein Radar, da seht ihr dann demzufolge die anderen U-Boote auf dem Radar und könnt diese halt mit den Torpedos, wenn ihr wollt, abschießen oder nicht. Also das liegt an eurer Sache.
Aber ihr wollt ja auch nicht, dass euer U-Boot, sage ich jetzt mal, wenn ihr das angefordert habt, von anderen Mitspielern abgeknallt wird. Deswegen würde ich das nicht so empfehlen. Man kann es so machen, vielleicht unter Freunden oder so, aber ansonsten würde ich das halt weniger empfehlen. Wenn du dir natürlich dein U-Boot gekauft hast und bist zum ersten Mal dort und musst natürlich erstmal, wie komme ich da überhaupt rein? Ja. Also, wie gelange ich überhaupt in dieses U-Boot da rein? Da musst du einfach nur zu den Ladeklappen gehen und dann kannst du einfach reingehen. Zeige ich dir auch jetzt gleich im Anhang. Und ich finde es halt nur ein bisschen blöd, dass da irgendjemand jetzt dieses U-Boot bis dahin da gekurft hat. Ne? Und ja, ist ein bisschen schade irgendwie, muss ich mal so schade Marmelade sagen. Ja. Die Fahrzeuge, die natürlich auch drin sind, der Hubschrauber unter anderem und so, kannst du auch im U-Boot verändern. Tunen zum Beispiel, eine Bordwaffe dran machen. Der Hubschrauber zum Beispiel, der im U-Boot drin ist, verfügt über eine normale Bordwaffe, also sprich eine normale Machine Gun, sage ich jetzt mal so. Hoppala, ist genau das Flugzeug an meinem Boot abgeknallt, na ganz geil. Ja, das ist meine, so sieht die halt aus. Bedeutet Bewuschka über die Tür oder Kommandostand oder Bug Hecklugen, ne? Also es gibt Hecklugen, wie ihr das jetzt hier schon gerade gesehen habt. Oder in der Form jetzt hier lesen konntet. Wir können jetzt hier reingehen. Könnten jetzt hier reingehen. Wir könnten aber auch jetzt quasi oben reingehen. Die hier, die Sachen hier, das sind quasi die Rohre. Also da könnt ihr dann die Lenkraketen abfeuern. Oder ihr geht dann einfach hier oben rein. Warte mal, wo war's denn? Ich kann selber schauen. Ne, hier unten, Entschuldigung. Hier vorne rein, ne? So, siehst du, dann klappt, macht er das hier auf, macht die Tür auf, geht rein und verriegelt das ganze Ding wieder. Ist übrigens ein russisches Boot. Na, für die Leute, die es nicht wissen sollten, dann geht kurz Ladevorgang hier rein. Da drinnen könnt ihr dann auch die Heist-Mission starten und alles weitere. So, wenn ihr jetzt irgendwie irgendwas machen wollt, könnt ihr natürlich auch hier euch hier dran setzen, hier das Ding runterziehen, ja, und könnt hier raus, zum Beispiel, wenn ihr irgendwas jetzt seht, ein anderes U-Boot oder irgendwas, was sich eurem U-Boot nähert, was ihr nicht wollt, könnt ihr dann hier Zielerfassung, könnt ihr da machen und könnt ihr dann das in dem Fall, weil jetzt hier nichts in der Nähe steht, könntet ihr das dann halt abknallen. Ne? Und habt hier nochmal einen schönen Ausblick. Ich weiß gar nicht, kann man hier auch nochmal zoomen oder so? Ne, leider kann man hier nicht zoomen. Ja, gut. Dann habt ihr das auf jeden Fall schon mal gesehen. Hier habt ihr dann die Lenkraketen. Hier habt ihr die Lenkraketen dann. Die könnt ihr nutzen, wenn ihr sie natürlich verwenden wollt oder ihr euch sie gekauft habt, könnt ihr euch hier hinsetzen. Könnt sozusagen jetzt hier einen Umkreis von 4 Kilometern von dem Boot aus quasi die Lenkraketen abschießen und so lange wie ihr wollt. Ja. So zum Beispiel hier. Weiß es allerdings jetzt nicht in der Form jetzt, woran man das jetzt erkennt hier. Aber irgendwann bricht halt die Verbindung ab, wenn man so weit von dem Boot entfernt ist. Ja. Und dann kann man jetzt hier so lange rumfliegen, wie man möchte, bis man ein Ziel gefunden hat, was man haben möchte. Ist natürlich auch wieder dann der andere Sache, ein anderes Aspekt ist natürlich wieder Abfuckermodus High Life da. Ne? Und könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr der Meinung seid, ach komm, wir machen jetzt mal hier Angriffsziel auf den Knast, könnt ihr jetzt hier zum Beispiel attackentechnisch hier in den Knast einfeuern. Oder wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr auch wieder abdrehen. Und ihr könnt ihr ganz normal steuern wie ein halt normales Flugzeug, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, und dann könnt ihr halt hier irgendwo, wo ihr halt einen Bock habt, das Ding einfeuern. Aber irgendwie sehe ich gerade, dass es mehr als 4 Kilometer sind. Gerade, dann ziehe ich meine Aussage zurück mit den 4 Kilometern. Tieftauchen geht mit dem Boot auch nur in einer gewissen Tiefe. Ich bin jetzt schon deutlich weit weg von dem Boot. Also einmal, ihr könnt wahrscheinlich einmal von dem Boot aus komplette Map wahrscheinlich umrunden. Ne, Verbindungsabbruch da. Aber es warnt euch, wie seht ihr, Verbindungsabbruch, weil ihr zu weit weg seid. So, dann lassen wir die jetzt mal hier unten reinpfeffern. Und fertig. Ja. So, dann müsst ihr eine Minute warten, bis die dann wieder einsatzbereit ist. Na, da steht es extra da oben. Lenkrakete. Ihr könnt Torpedos abfeuern. Und hierüber könnt ihr dann eure Mission starten. Ich habe jetzt ja irgendwie wahrscheinlich anhand des Livestreams, wenn ihr dabei gewesen seid, mitbekommen habt. Also ja, wenn ihr Bock habt, ich bin auch regelmäßig am Livestream.
Die Unterlagen sind jetzt da. Ne? Fluchtpunkte 3 von 4. Interessant, das habe ich nur 2 von 6 Stück. Zusätzliche Beute. 3 von 1, 1 von 1. Kokain habe ich gar nichts gefunden. Bargeld. Zusätzliche Beute, okay. Ja, und das wird das jetzt hier alles erklärt. Unterlagen über Dingsbums da, zusätzliche Beute. 2,2 Millionen. Mich ärgert es gerade nur so ein bisschen, dass ich nicht alle Sachen gefunden habe. Aber Zugangspunkte des Anwesens habe ich 6 von 6, das ist gut. Interessant ist, habe ich leider nur 2 von 6 gefunden. Ja, das müsste ich nochmal, vielleicht nochmal auf die Insel drauf dann. Aber hier könnt ihr halt Informationen sammeln. Ne? Da könnt ihr euch auch nochmal zu der Insel dann beamen hier. Ne? Und ja, hier könnt ihr halt euch alle Informationen holen, wie ihr wollt. Ja. By the time we make our move, the party will be over and your DJ friends will be gone. We will need a way of approaching the island, sleep in undetected or make a big entrance. The choice is yours. We will need equipment for getting into the basement and cracking the safe where the documents are kept. And of course, weapons as plan B or maybe plan A, up to you. Finally, the island security relies on shipments of weapons and munitions. Ja, that's good. Kann aber jetzt hier nichts. Ja, gut. Kann ich jetzt nichts wegdrücken. Ja, also zusätzliche Beute, das ist jetzt natürlich. Gras haben wir jetzt natürlich nicht wirklich viel gefunden, was mich ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Da müsste ich dann nochmal drauf gehen. Gemälde habe ich 1 von 1, Gold habe ich gefunden, Kokain leider nicht. Zumindest jetzt nicht in dem Bereich da gerade. Inflationspunkte habe ich auf jeden Fall alle, fast alle. Einer fehlt mir noch. Fluchtpunkte genauso. Ja, das ist auf jeden Fall mal gut zu wissen. Habt da nochmal einen Überblick auf alles, ne? So, wenn ihr da halt jetzt keinen Bock habt. So, jetzt zum eigentlichen Thema, wie steuere ich so ein U-Boot? Ihr habt hier das Teil, da setzt euch einfach dran und da könnt ihr alles steuern. Ne? Ihr habt auch irgendwo ein Radar. Das muss ich aber auch nochmal selber herausfinden. Ihr könnt auch Viereck hier drücken, eine Schnellreise machen. Das kostet allerdings aber hier Geld, eine Schnellreise zu machen. Ihr kennt es von der Yacht wahrscheinlich. Aber ihr könnt auch auf X sozusagen eurem Boot, euer U-Boot selber besteuern. Ja, da könnt ihr selber steuern. Und da steht alles nochmal da. Costa-Steuerung, Torpedos abfeuern, gedrückt halten, aufsteigen, sinken. Hier Radar umschalten, da. So, da habt ihr jetzt das Radar. Wenn ihr jetzt abtauchen solltet, seht ihr dann diesbezüglich das auf dem Radar. Alles, was jetzt in Umkreis von 150 Metern ist. Ne? So. So, ihr könnt auch während der Fahrt, wie ich gerade sehe, glaube ich, ne, könnt ihr nicht während der Fahrt nutzen. Jetzt könnt ihr das Boot halt benutzen. Das ist Sonar-App, um täglich die versteckten Pakete auf Meeresboden zu entdecken. Ich habe hier gerade was. Ne, also ihr könnt auch anhand des Bootes nicht nur abtauchen, sondern irgendwo gibt es hier dann auch dann halt diese Pakete, die ihr sammeln könnt. Aber da mache ich vielleicht ein separates Video dazu. So, und jetzt könnt ihr hier euren Autopilot aktivieren, dadurch bleibt die Karte an ihrer aktuellen Position. Ihr könnt jetzt zum Beispiel dann halt in der Form, wenn ihr Bock habt, dann halt einfach sagen, das Einzige, was halt ein bisschen mies ist, man sieht halt hier fast gar nichts. Also, das ist halt irgendwo so ein Punkt, den man nochmal vielleicht bearbeiten müsste. Man sieht halt leider hier nicht wirklich viel. Gerade was hier auf der Karte angezeigt wird. Das sind, glaube ich, die Pakete, die wir jetzt hier haben. Ja. So, wenn ihr dann einfach wieder aufsteigen wollt, drückt ihr einfach nur hier Dings. Oder was ihr auch machen könnt, ist ganz normal wie mit einem ganz normalen Flugzeug oder so hier so auftauchen. Könnt ihr einfach nach oben ziehen oder nach unten ziehen. Je nachdem, wie ihr Bock habt.
Ja, wir könnten auch das ganze Boot halt unten drunter versteckt lassen, indem er halt einfach dann mit einem anderen Fahrzeug raussteigt oder dann einfach mit der Taucheranzugrüstung rausgeht. Ihr müsst natürlich euch merken, wo ihr euch dann in der Form die das ein, ne? Ja, wo die eingelagert wird, das finde ich dann auf jeden Fall auch noch heraus. Wo die eingelagert wird, falls er die mal jetzt irgendwie, ne? Dann, ja. Also auf jeden Fall lohnt sich dieses Radar alleine schon wegen diesen Paketen da, weil da gibt es jedes Mal 7000 RP dafür und das lohnt sich auf jeden Fall schon. Und ja, siehst du so, und jetzt sei er da wieder aufgetaut. Ja, es ist auch richtig reell gemacht, muss ich sagen, wie das Boot hier dann auftaucht. Und ich will jetzt auch nicht weiter die Aufnahme machen, ich würde das sagen, dass wir das mit den Paketen in einer anderen Aufnahme weitermachen. Und ihr könnt ja jetzt hier quasi damit Torpedos abfeuern. Oder je nachdem, was jetzt. Ja, Torpedos. Torpedos wisst ich jetzt gerade gar nicht, aber wie viele da drin sind. Auf jeden Fall das U-Boot auf jeden Fall eine ordentliche Dings da. Ja. So, und ihr könnt das Radar dann wieder ausschalten. Oder wenn ihr das Radar halt anhabt, könnt ihr halt dann euch die Pakete anschauen lassen. Guck, hier ist sogar gerade auch ein Paket in der Nähe. So, hier ist zum Beispiel ein Paket. Ah, das mache ich dann in einer separaten Aufnahme. Bedanke mich trotzdem fürs Einschalten, fürs Zuschauen und hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Bis zum nächsten Video.